diamo un caloroso benvenuto al famoso cantante Andy Borg. Wo fühlst du dich gleich wie zu Haus? Wo treibt man dir den Kummer aus? Wo sitzt vereint mit dem Fliesenleger? Die Wirtin und der Nobelpreisträger. Du seid ihr froh und ich ebenso. Wo gibt's dies und das und viel Schlagerspaß? Vielen Dank. Grazie. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir einen neuen Schlagerspaß, so wie Sie ihn gewohnt sind, mit all dem, was Sie liebgewonnen haben. Und dazu gehört auf jeden Fall unsere Alma. Einen schönen guten Abend, Alma. Guten Abend. Ich habe gerade gesagt, alles, was Sie liebgewonnen haben. Und ich kann Ihnen sagen, diese Buchstaben hier oben, die habe ich mittlerweile auch liebgewonnen, dass da steht SWR oder MDR. Das bedeutet, die Menschen in Hamburg oder in der Schweiz oder in meinem Heimatland Österreich, die können sich jetzt aussuchen, ob sie MDR oder SWR schauen. Auf jeden Fall Schlagerspaß, sonst würden wir uns ja nicht sehen. Wenn Sie jetzt sagen, der Andi hat nur die Alma begrüßt, wo ist denn der Jens? Das kann ich Ihnen auch sagen, nicht da. Der ist nicht da, weil der hat in einer Zeit, wo wir noch nicht wussten, dass wir heute auf Sendung sind, hat er einen Auftritt angenommen mit seiner Band, mit den Jauchzern. Und wir haben gesagt, auf jeden Fall, mach das anständig. Du hast so viel Überstunden zum Abbummeln. Dann mach lieber heute Abend diesen Auftritt. Und ich habe dem Jens versprochen, auch wenn er nicht da ist, bekommt er diesen Applaus. Und der Jens. Nächstes Mal ist er ja wieder dabei. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass ich mich auf jeden Gast bei uns in unserer kleinen Weinstube freue. Aber heute, und das gebe ich zu, freue ich mich ganz besonders über Gäste, die Italienisch sprechen. Wir haben sie hier verteilt bei uns im Schlagerspaß, den Coro della Società Alpinisti Tridentini, den wohl bekanntesten Bergsteigerchor, der den Welthit ins Leben gerufen hat, La Montanara. Den werden sie heute singen. Und wenn ich so viele Hände hätte, dann wäre das mein Begrüßungsapplaus für unsere Gäste aus den Bergen in Italien. Coro della Sat, heute bei uns. Seit langem waren sie nicht in Deutschland, aber jetzt sind sie da. Bevor dieser Chor jetzt La Montanara singt, bevor alle anderen Kolleginnen und Kollegen ihre großen Hits und die schönen Lieder singt, singe ich jetzt für sie, weil ich meine, also wie soll ich das sagen? Ich finde, ich hatte auch schon schöne Lieder. Der Piero und der Ferner, die Fischer von San Juan, sind jung und sie sind bisher noch frei. Das Mädchen, das kommt, heißt zu, sie sagt allen beiden zu, sie werden Rivalen sein, die zwei. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan, das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan, da sagt das Mädchen zu den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden. Ich hab euch beide gern,
mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie hier die Fischer Feste geben. Wie mich zum Fest gehört, ist eure Wahl. Fischer von San Juan, dorthin zu dem Fest der Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot mit den beiden Fischer von San Juan. Da sagt das Mädchen zu den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden. Ich hab euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie hier die Fischer Feste geben. Wie mich zum Fest gehört, ist eure Wahl. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan, das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan. Bellissimo! Ich finde, ich muss heute alles zweisprachig sagen, obwohl ich ja mit meinem Dialekt ja sowieso schon international bin. Wenn Sie jetzt nichts verstanden haben, das hat nichts zu bedeuten für den weiteren Verlauf der Sendung. Wie soll ich Ihnen das erklären? Ich habe jetzt Kollegen hier auf der Bühne aus Tirol, die sind, das sind ähnliche Dinosaurier, wie ich einer bin. Die gibt es mittlerweile seit 35 Jahren, diese Hattinger Buben. Ja, da kann man schon klatschen. In unserer Branche sind 35 Jahre eine lange, lange Zeit. Und dass da einmal einer ein Lied drüber macht, das war längst überfällig. Die Hattinger Buben besingen genau diese 35 Jahre. Die Hattinger Buben. In Zukunft, liebe Leute.
Wusstet ihr das? Euer Applaus, die Hattinger Buben zum ersten Mal im Schlagerspaß. Das Schöne beim Schlagerspaß ist auch, dass es für mich als Erwachsenen so ein bisschen ein Klassentreffen ist. Sie kennen diese Geschichten. Als Kinder sieht man sich täglich, dann lernt man einen Beruf, dann sieht man sich nicht mehr so oft und dann vergehen einige Jahre, bis man sich wieder sieht. Ich darf jetzt eine Kollegin ansagen, die habe ich hier in Baden-Baden in den 90er Jahren bei ihren allerersten Fernsehsendungen ansagen dürfen. Und heute, nach vielen Jahren, ich glaube fast, dass es 20 Jahre sind, sehen wir uns wieder. Sie ist heute hier mit ihrer faszinierenden, lieben Stimme, mit ihrem gemütlichen, rollenden R aus ihrer Heimat Oberpfalz. Und sie singt uns ein wunderschönes Lied, wie gesagt, mit ihrer sehr schönen Stimme. Hier ist meine Freundin, ja, ich bin da, Brigitte Traeger. Mit dir hab ich meine Träume geteilt. Mit dir, das ist pures Glück. Mit dir hab ich keine Stunde bereut und heut geb ich dir was zurück. Ich bin da. Mit dir ist jeder Tag ein Geschenk. Mit dir, da fühl ich mich gut. Mit dir geh ich ans Ende der Zeit und heut mach auch ich dir mal Mut. Ich bin da immer für dich da, wenn das Glück dich vergisst. Ich bin da, wenn du mich mal vermisst. Ich bin da, wenn du mich mal vermisst. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Haben Sie sich, wenn Sie die Schlagerparade der Volksmusik damals geschaut haben, da war die Brigitte oft dabei. Aber jetzt setzen Sie erst einmal zum Eloy, genau, genau. Meine Damen und Herren, ich stehe hier bei den Herren von unserem Chor aus Italien und dieser Mann hat heute Nachmittag am schönsten gesungen. Ja. Soll ich Ihnen was sagen? Dieser Mann hat die Buben alle gesund hierher gebracht. Das ist der Busfahrer Franco. Einen schönen guten Abend. Danke, danke.
Und wir waren uns alle einig, dass wir gesagt haben, pass auf, heute verlosen wir nicht, heute fragen wir gar nicht. Wir bestimmen den Franco als Assistenten unserer Alma. Ja. Franco, komm mit, ja, darf ja, ich ja. euch bekannt machen? Alma, Franco, Franco, Alma. Hallo. Wir haben extra eine italienische Schürze, die spricht auch Italienisch. Ich wünsche euch einen Schiff, ganz fasziniert, dass der wirklich da hergeht. Er versteht nämlich kein Wort. Und kommt das da stimmt jetzt nicht, oder? Ja, ich freue mich. Auf jeden Fall für den Franco und für unsere Alma. Und dann ist es ja immer so, der Andi singt ja sehr gerne mit Kolleginnen und Kollegen, wenn sie denn ein Lied spielen, das ich kenne und kann. Und da waren Vincent und Fernando, standen auf der Liste. Ich habe angerufen und gesagt, was singen wir denn gemeinsam? Und dann, sie haben gar nicht lange überlegt, sie haben ins Telefon reingesungen. Sie sehnten sich so nach der großen Welt. Fernando, Alfredo und José. Und genau das singen wir jetzt mit Ihnen. Sie sehnten sich so nach der großen Welt. Fernando, Alfredo und José. Sie träumten von Chicago, vom großen Geld. Fernando, Alfredo und José. Der eine putzt Schuh, der andere macht Musik. Der dritte sucht jeden Tag im Hafen sein Glück. Sie hatten die Welt sich anders vorgestellt. Fernando, Alfredo und José. Und am Abend träumen sie von Santo Domingo, von Santo Domingo und weiße Orchideen von dem Märchen. Nicht gleich Fernando, Alfredo und José. Doch nach ein paar Jahren, da waren sie reich. Fernando, Alfredo und José. Man putzt ihnen die Schuhe, man macht für sie Musik. Im Hafen liegen Schiffe, keins bringt sie zurück. Was ihnen so fehlt, bekamen nicht viel Geld. Fernando, Alfredo und José. Und am Abend träumen sie von Santo Domingo, von Santo Domingo und weißen Orchideen von dem Märchen. Dankeschön. Es ist immer wieder schön, mit euch zu singen. Wir haben ja schon mal im Schlager Spaß, aber das war jetzt ein sehr schön romantisches Lied, oder? Ich muss sagen, das passt super. Gute Fernando. Idee. Danke für diese Idee. Und die zwei haben mir heute Nachmittag sehr geholfen, denn die sprechen Italienisch. Und so konnten wir uns verständigen, dass es heute nur Rot und Weißen Wein gibt. Und keinen aus Italien. Aber es sind alle zufrieden. Es scheinen alle zufrieden zu sein. Der nächste Besuch, eine Sängerin aus Österreich, aus meinem Heimatland.
aus Kärnten. Dort hat sie gesungen als erstes bei einer Trachtenkapelle. Alle Achtung, oder? Bei einer Trachtenkapelle, da muss man schon schön singen können. Weil die können auch schön spielen und nicht nur Trachten umeinander tragen. Sie ist natürlich in der Blasmusik und in der Volksmusik zu Hause. Aber durch ihre Jugend hat sie gesagt, also mir gefällt auch das Moderne, weißt du, so dieser poppige, der moderne deutsche Schlager. Und hat nach einem schönen Lied gesucht, wo sie ein bisschen die Sehnsucht und ein bisschen den Frieden sucht in der Musik. Hier ist Melanie Payer. Dich bei mir ausgeliefert und allein. Kleiner Freund, ich will dir doch nichts Böses tun. Du kannst gern ein bisschen ruhen auf meiner Hand in meinem Land. Papillon, flieg mit all meinen Träumen davon. Melanie Payer beim Schlagerspaß. Und man merkt natürlich, dass die singenden Kollegen aus Italien schon kräftiger applaudieren, wenn ein Mädchen singt und nicht ich. Danke, meine Herren, danke. Meine Damen und Herren, ich sitze jetzt hier bei Mauro. Einen schönen guten Abend und noch einmal Dankeschön für die schöne Ansage am Anfang, oder? Auf Italienisch mich angesagt. Wir haben uns ein paar Fragen und Antworten zurechtgelegt. Er versteht mich ganz gut Deutsch, spricht aber vielleicht Italienisch, dann übersetzt du mir das. Und dann haben wir hier Fotos. Ich bin ganz aufgeregt, weil dieser Chor ist wirklich geschichtsträchtig. Mauro, wie lange gibt es denn diesen Bergsteigerchor? Il coro nasce nel 1926 a Trento e quindi fra tre anni festeggeremo il nostro primo secolo di vita. Den Chor gibt es seit 1926 und daher in drei Jahren feiert der Chor zum ersten Mal die 100 Jahre. 1926. 26.
Diese Zahlen habe ich auch ein bisschen verstanden. Das zahlt man für ein einfaches Eis am Gardasee. 1926 für zwei Kugeln am Gardasee. Das habe ich ein bisschen verstanden. Dann habe ich noch, du heißt Pedrotti mit Nachnamen. Einer der Gründer dieses Chors hieß auch Pedrotti. Il coro è stato fondato dai quattro fratelli Pedrotti, Enrico, Mario, Silvio e Aldo. E Mario era mio padre. Papa, das habe ich verstanden. Genau. Der Chor wurde von vier Gebrüdern gegründet und sein Vater war Aldo. Der ist da mit drauf. Vielen Dank für dieses Foto. Und dann seid ihr wirklich alle Bergsteiger? Diciamo che noi viviamo in un paese montano e quindi è facile trovare degli alpinisti, magari su diversi livelli. Quindi possiamo dire che siamo degli alpinisti sia buoni che cattivi. Er sagt, sie kommen aus den Bergen und daher bietet sich an, dass es Bergsteiger sind, die einen mehr und die einen anderen weniger. Ja. Ich frage deswegen, weil hier sieht man, das sind lauter Bergsteigerschuhe, oder? Sì, sì, sono i famosi calzoni da sciatore in uso negli anni 50. In Italia, nel 1950. Also im Jahre 1950 hat man diese Schuhe benutzt in Italien. Das sind so eine Art Skischuhe, aber als Bergschuhe verwendet. Ja, ja. Heute seid ihr mit dem Bus zu uns gekommen, mit dem Franco, hierher gefahren. Da braucht man keine Bergsteigerschuhe. Wie lange, und da, meine Damen und Herren, achten Sie bitte auf die Frage und auf die Antwort. Wie lange wart ihr nicht in Deutschland? Abbiamo fatto l'ultima trasmissione televisiva con la, col produttore signor Kimmich 20 anni fa, nel 2003. E siamo lieti di essere qui 20 anni dopo, di nuovo col signor Kimmich. Das ist jetzt 20 Jahre her, dass Sie das letzte Mal in Deutschland waren. Heute ist nach 20 Jahren der erste Fernsehauftritt dieses Chors. Und Sie waren damals mit unserem Produzenten, der diesen Schlagerspaß erst möglich macht, waren Sie in Deutschland und heute sind Sie mit der Firma Kimmich wieder hierher gekommen. Also da klatsche ich auch. Grazie mille, mille grazie mille. Ein Welthit, ein Lied, das um die Welt gegangen ist, heißt La Montanara. Wie ist dieses Lied entstanden damals? Toni Ortelli, un alpinista veneto, compose La Montanara nel 1927, quindi praticamente quasi uguale alla nascita del coro. Für diesen Chor. E lui la diede al coro perché la cantasse e il coro l'ha subito cantata e l'ha resa famosa in tutto il mondo, La Montanara. Also Toni Ortelli hat diesen Titel im Jahr 1927, ein Jahr nach der Gründung des Chors, für diesen Chor geschrieben. Und der Chor hat diesen Titel dann zu einem Welthit gemacht. Der Chor, diese Stimmen, das ist bis heute großartig. Ich sage vielen, vielen Dank für die Antworten auf Italienisch. Das klingt einfach wunderschön. Bevor Sie, meine Damen und Herren, jetzt diesen Welthit hören, hat uns dieser Chor noch einen Titel mitgebracht. Komm, wir gehen, lieber Mauro, wir gehen zu deinen Kollegen auf die Bühne. Und ich muss Ihnen sagen, dieser Weg ist nicht einfach. Es ist eine lange Reise hierher nach Baden-Baden zu uns, zum Schlagerspaß. Und wie gesagt, bevor wir jetzt noch La Montanara hören, hören wir jetzt einen Titel. Danach, aber das dürfen Sie nicht weiter sagen, danach haben Sie eine Überraschung für uns. Sie sprechen nicht Deutsch, aber soweit sind wir jetzt noch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, La Dossolina. Eine Kostprobe ihrer Kunst aus ihrer Heimat. Coro della Sat. La Dossolina va di sopra e la si mette al tavolino. La Dossolina va di sopra e la si mette al tavolino. Solo per scrivere la letterina. Mandarla al Napolitano solo per scrivere la letterina e per mandarla al Napolitano.
classe laboriosa. Liquidandole na Bologna a cercarsi l'amorosa. La dosolina, la povera dosa, napolitano l'abbandono. La dosolina, la povera dosa, napolitano l'abbandono. Ma se ti trovo sulla soletta, un bel bacio te daria. Ma se ti trovo sulla soletta, un bel bacio te daria. Ma se ti trovo in compagnia, te l'ho giurato, t'ammazzerò. Ma se ti trovo sind schöne Momente bei uns im Schlagerspaß. Cora della Sarte, ich bin begeistert. Dieser Schlagerspaß hat direkt heute was Romantisches. Wir haben jetzt schon einige Lieder gehört. Romantik, Liebe pur. Wir haben heute noch einiges für Sie in diese Richtung. Ich habe hier einen Brief, den muss ich Ihnen vorlesen. Dieses Thema haben wir im Schlagerspaß noch nie behandelt. Ich habe auch noch nie einen ähnlichen Brief bekommen. Da steht: Lieber Andi Borg, heute möchte ich Ihnen einmal was erzählen. Vor 40 Jahren lernte ich meine Frau kennen und immer wieder, wenn wir im Auto unterwegs waren, lief das Lied Adios Amor, was mir langsam zu den Ohren rauslief. Als wir dann einmal im Wald anhielten für ein Schäferstündchen, lief das Lied auch wieder. Und dann ist es passiert. Ich nahm die Kassette und schmiss sie in den Wald hinaus. Resultat, ich kassierte eine Ohrfeige. Ich schwöre Ihnen, diesen Brief habe ich genauso bekommen. Damals hatte ich mir vorgenommen, dem Andi Borg irgendwann mal zu sagen, dass ich wegen ihm eine Ohrfeige kassierte. Somit habe ich es nach 30 Ehejahren mit dieser Frau geschafft, Ihnen diesen Brief zu schreiben. Aber seit einigen Jahren verpassen wir gemeinsam keine Sendung von Ihnen im TV. Sie sind einsame Spitzenklasse. Danke für diese schöne Musik. Liebe Grüße, Ottmar und Elsbeth aus Dottikon in der Schweiz. Jetzt würde mich interessieren, ob da MDR steht oder SWR. Das würde ich SWR. Ah, okay. Lieber Ottmar, liebe Elsbeth, diese Geschichte ist fantastisch. Der kann mich nicht mehr hören beim Schäferstündchen im Wald, schmeißt meine Kassette in den Wald. Und ich gebe es ehrlich zu, ich sage nur nicht, welche Kassette auch ich schon einmal aus dem Fenster geschmissen habe, in einer ähnlichen Situation. Aber ich habe das passende Lied dazu. Ist der Ruf erst ruiniert? Sag! Das ganze Leben ist ein Fahrstuhl, mal geht's auf und mal hinab. Mal verzockt, mal falsch gelegen, hab so manchen Mist verbockt. Ich hab alles gewonnen und alles verloren, hab oft zu viel riskiert. Doch ganz egal, es geht immer weiter, auch wenn man alles verliert. Ist der Ruf erst ruiniert, liebt es sich ganz ungeniert. Wir gehen nach vorn, keinen Schritt zurück, irgendwann kommt das Glück zurück. Ist der Ruf erst ruiniert, liebt es sich ganz ungeniert. Es geht nur bergauf und nie mehr bergab,
ja, wir haben es immer geschafft. Hab gespielt und hab verloren, hab geglaubt, es könnte passieren. Hab geblufft, zu hoch gepokert, nie geglaubt, ich könnte verlieren. Erstens kommt es manchmal anders, zweitens als man denkt. Hab geglaubt, ich schwimm ganz oben, doch dann hat man mich einfach versenkt. Ist der Ruf erst ruiniert, liegt es sich ganz ungeniert. Wir gehen nach vorn, keinen Schritt zurück, irgendwann kommt das Glück zurück. Ist der Ruf erst ruiniert, liegt es sich ganz ungeniert. Es geht nur bergauf und nie mehr bergab, ja, wir haben es immer geschafft. Ist der Ruf erst ruiniert, liegt es sich ganz ungeniert. Wir gehen nach vorn, keinen Schritt zurück, irgendwann kommt das Glück zurück. Ist der Ruf erst ruiniert, liegt es sich ganz ungeniert. Es geht nur bergauf und nie mehr bergab, ja, wir haben es immer geschafft. Es geht nur bergauf und nie mehr bergab, ja, wir haben es immer geschafft. Grazie, grazie mille. Ja, ist der Ruf über diesen Brief, und das können Sie sich vorstellen, habe ich mich sehr amüsiert und Gott sei Dank den passenden Titel dazu gesungen. Schöne Grüße in die Schweiz. Das freut uns natürlich, oder? Dass sehr. Man uns auch in der Schweiz zuschaut. Auf jeden das Fall. Das ist schon was ganz Tolles. Meine Damen und Herren, bei uns im Schlagerspaß hören wir gerne Melodien aus längst vergangener Zeit. Fräulein J. und die Tornidos spielen jetzt, und schauen Sie bitte ganz genau auf die Instrumente, die sie benutzen, um uns in die 50er, 60er Jahre zu entführen. Das Lied kennen Sie alle. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Thank you.
Tornados. Meine Damen und Herren, wir kommen zu einem jungen Mann. Einem Mann, der bei einer Boygroup begonnen hat. Und Sie wissen ja, bei einer Boygroup ist in erster Linie wichtig, gut auszusehen. Und in zweiter Linie, dass man einigermaßen gut singen kann. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen, weil er erfüllt beide Sachen grandios. Er kann ganz gut singen und ich finde, er schaut sehr gut aus. Er kommt aus Den Haag und ist heute zum ersten Mal bei uns im Schlagerspaß. Und wenn ich Ihnen vorher gesagt habe, dieser Schlagerspaß ist ein bisschen romantisch, dann ist das wunderschön. Das nächste Lied ist ein Liebeslied. Kein Liebeslied, wie wir es gewohnt sind, sondern ein Liebeslied zur Heimat. Zu dem Ort, wo man immer mit offenen Armen empfangen wird. Meine Damen und Herren, hier ist Eloy de Jong. Wir erkennen eine tolle Stimme. Eloy de Jong zum ersten Mal im Schlagerspaß. Schön, dass du da bist. Schön. Und ich stehe hier bei unserer Wunschbox. Da haben Kolleginnen oder Kollegen Zettel reingeworfen und wünschen sich irgendwas. Also, ich ziehe schon mal den ersten drin. Hier steht alles auf Italienisch. Und ganz zum Schluss steht Grazie, Mille, das kann ich noch. Und Mauro steht da. Den frage ich jetzt, was das bedeutet. Den frage ich jetzt, was heißt das? Lieber Mauro, was hast du denn da geschrieben? Caro Andy, si può dare un saluto in italiano per mio fratello Claudio, che in questo momento è malato a casa. Grazie mille. Grazie. Grazie. Jetzt weiß ich natürlich, was da steht. Dankeschön. Kannst du mir das bitte vorlesen? Dieser Mauro, der hat fast die Kinder. Was steht da? Er fragt, ob du einen kurzen Gruß an seinen Bruder schicken könntest, der zurzeit krank zu Hause ist. Auf Italienisch? Das kannst du ganz bestimmt machen. Machen wir. Applaus. Ein guter Wunsch, den erfülle ich. Ich versuche es. Sein Bruder konnte nicht mitkommen, weil er krank ist, oder? Deswegen ist er nicht hier. Mach ich. Du schreibst mir was auf. Langsam schreiben, du weißt, ich kann nicht schnell lesen. Meine Damen und Herren, dann habe ich noch einen Zettel. Auf Deutsch. Ich kann es aber trotzdem nicht lesen. Ich habe gelesen, dass Eloy ein Meister in lateinamerikanischen Tänzen ist. Ich würde gern einmal mit ihm tanzen. Melanie. Hast du? Möchtest genau. Du? Ja, unbedingt. Eloy, ist das so? Bist du bewandert im Tanzen? Hast du das gelernt? Ich war Jugendmeister. Als ich 17 war, war ich Jugendmeister Standardtanzen. Ja. Mit 17? 17. Also vor 4 Jahren? 10 Jahren. 10 Jahre. Ja. Würdest du den Wunsch erfüllen? Ja, natürlich, ich bin da, um Wünsche zu erfüllen. Komm. Aber ich kann das nicht. Du musst mir das zuerst zeigen. Wir brauchen ein bisschen lateinamerikanische Musik dann. Ne? Ja, das organisieren wir. Ja, okay, ja? Okay. Was musst du denn machen? Immer wichtig, der Hüftschwung. Hüftschwung? Deswegen hast du den Eloy und nicht mich. Naja, ich habe deine Hüfte auch angeschaut. Hüftschwung ist immer wichtig. Ja? Okay. Ist Hüftschwung bei Lateinamerikanisch. Schau mal, ja. Okay. Und dann brauchen wir ein bisschen Musik. Dankeschön. Ich besorge die Musik. Ich bin so froh, dass Sie nicht mich gefragt haben. Um Gottes Willen. Bitte um die Musik. Herrlich! Man hat nicht erkannt, wer von den beiden der Profitänzer ist. Wunsch erfüllt? Wunsch erfüllt. Am nächsten Mal tanzen wir einen Walzer. Dankeschön. Ich komme gleich noch zu dir. Und dann, ja, jetzt muss ich mal vorher lesen, nicht, dass da mal beim Wunsch Antiborg draufsteht.
Lieber Andi, ich wünsche mir... Das ist nicht dein Ernst. Ich wünsche mir, dass ich dich einmal über den Tisch ziehen kann beim Fingerhakeln. Kennt ihr das mit dem Fingerhakeln? Kennt ihr das? Das traue ich mich. Das traue ich mich. Christian, das traue ich mich. Pass auf. Brigitte, pass ein bisschen auf. Ich zahne wahrscheinlich da in die Richtung, der fliegt da rum. Ja. Okay. Ich stuhle ein bisschen zurück, da, dass der Hebelwirkung hast. Okay, das ist eine Hebelwirkung. Ich habe das übrigens noch nie gemacht. Nicht, dass dann wieder in irgendeiner Zeitung steht, ich übe das mit meiner Frau zu Hause. Eihageln und dann ziehen. Oder sagst du, Achtung, fertig, los. Passt. Okay. Achtung, fertig, los. Darf ich mich da festhalten? Ja. Siehst du das? Siehst du das? Die ist bereit. Sollen wir einigen wir uns auf Unentschieden? Ja. Auf Unentschieden? Ja. Entschuldigung. Auf Unentschieden. Das, ich sag's Ihnen, der Christian, kannst du mit der Kamera mal kurz auf seinen Kragen schwenken? Christian? Ja. Christian, bei dir steht Alex drauf. Ja. Ja. Andi, das war von mir versehen. Vorher beim Essen, da hat er ganz ein leckeres Hirschgulasch gegeben. Und sag nicht, du hast dich angesaut. Ja. Ich habe ihn über den Tisch gesungen. Sie haben es genau gesehen. Und ich sag's euch, bevor ich wieder einmal Fingerhakel, singe ich lieber. Ich
wär hier doch so gerne da und geh dir, wenn ich könnte, einen Kuss. Ich weiß, was dir fehlt. Ein Mann, der dir keine Märchen erzählt. Ich weiß, dass er dir genauso gefällt wie du mir. Ich weiß, was dir fehlt. Das sind schöne Lieder, oder? Und ich hoffe, sie gefallen Ihnen auch, wenn ich sie singe. Von Peter Alexander. La 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 la. Ja, ich singe das sehr gerne übrigens. Ich habe hier eine Schallplatte, schauen Sie, wenn ich Ihnen das zeige und Sie draufschauen, dann kennen Sie diesen Song. Ring, ring, ba-da-ba-ba-da-ba-da. Und Sie sagen, ja, natürlich, das ist ABBA. Aber das ist falsch. Das war 1973. Und da steht nicht ABBA drauf. Schauen Sie, da steht Björn, Benny, Agneta und Frieda. Das war 1973. Als ich das gesungen habe, gab es den Namen ABBA überhaupt noch gar nicht. Aber das macht uns nichts, weil Melanie Payer, die mag dieses Lied und singt es uns heute hier im Schlagerspaß. Ring, ring, Melanie Payer. Kannst du mir mal sagen, du wieso, weshalb?
Melanie Payer, ich hoffe, du fühlst dich genauso wohl im Schlagerspaß wie unser Coro della Sat. Also wer da nicht abhebt, ist selber schuld. Schön, dass du da bist. Danke, lieber. Du hast mir jetzt was aufgeschrieben. Ich habe das so verstanden, dass wir dem Bruder von Mauro eine Nachricht schicken, so wie wir das heutzutage eben mit dem Handy machen. Und dann soll ich das jetzt auf Italienisch sagen. Hast du das langsam geschrieben? Zwei ganz einfache Zeilen, die du ganz bestimmt hinkriegst. Okay. Ich bedanke mich für das Vertrauen. Nein, das machen wir nicht hier. Komm, wir gehen zum Bruder. Was heißt denn Bruder auf Italienisch? Fratello. Fratello. Wir grüßen jetzt seinen Fratello. Ist das nicht die Eissorte mit den Schokoladenstücken drinnen? Das heißt Stracciatella. Stracciatella, das ist wie ein anderer Bruder. Also, pass auf. Bist du bereit? Du sagst, wenn ich was falsch sage. Genau, machen wir. Ciao, Claudio. Tanti saluti da tutti noi. E buona fortuna. Ihr könnt schon klatschen. Il tuo Andi. Ciao, Claudio. Ciao, Claudio. Und was heißt gute Besserung? Buona guarigione. Wollte ich gerade noch sagen. Und bevor ihr euch... Filmst du immer noch? Mach aus, das ist ja schade um den Speicherplatz. Bevor ihr euch jetzt wieder hinsetzt, darf ich euch zur Bühne bitten. Ja. Wir hören nämlich jetzt, meine Damen und Herren, ein sehr schönes Lied. Mikrofonständer ist schon da, Gitarre sollte da sein. Vincent und Fernando singen jetzt wieder ein romantisches Lied. Heute, wie gesagt, ist der romantischste Schlagerspaß des Abends. Und die singen uns... Nein... Das ist größer als groß. Genauso heißt der Titel von Vincent und Fernando. Ich war noch niemals ein Poet, auch wenn es darum geht, dich zu beschreiben. Dazu sind Worte viel zu klein, mir fällt nichts Großes ein. Ich höre mein Schweigen, aber meine Seele ist wie ein offenes Buch, wenn ich immer wieder nach dir such. Größer als groß ist meine Liebe, tiefer als tief ist meine Sehnsucht, wenn ich träume von dir. Größer als groß ist meine Treue, ist die auch groß genug, dass wir uns nicht verlieren. Das Meer sang nie ein Lied von mir, kein Stern kam durch die Tür, um mich zu hören. Kein Himmel hat mir applaudiert, mein Traum hat sich verehrt in weiten Sphären. Doch dein Herz schlägt nur für mich, was will ich noch mehr? Und nun weiß ich, wo ich hingehöre. Größer als groß ist meine Liebe, tiefer als tief ist meine Sehnsucht, wenn ich träume von dir. Größer als groß ist meine Treue, ist sie auch groß genug, dass wir uns nicht verlieren. Dass wir uns nicht verlieren.
Vincent und Fernando, eine wunderschöne Ballade, die sich diesen Applaus verdient hat. Der Franco und ich, Prost. Wir haben die Alma gefragt, ob sie schon mal rübergeht. Und wir machen hier die ganze Arbeit. Natürlich. Also, gerne. Salute, Gesundheit auf Sie alle, die wir heute hier haben und die Sie uns heute Abend zuschauen. Jetzt kommt unsere Jukebox-Aktion. Das heißt, Sie haben uns Briefe geschrieben. Wir haben einige ausgesucht. Ich habe die Musikwünsche unseren Kolleginnen und Kollegen gezeigt. Und die haben sich die Lieder ausgesucht, die sie für Sie heute singen werden. Beim ersten Brief steht, lieber Herr Borg, meine Oma ist ein großer Fan von Ihnen. Sie sagt immer, ein Samstag ohne Schlagerspaß ist wie Spätzle ohne Soße. Ich möchte, da wird meine Frau jetzt nicken und sagen, genau, die Frau weiß, was gut ist. Ich möchte meine Oma Inge hiermit ganz lieb grüßen und wünsche für sie das Lied Una Paloma Blanca. La Paloma Blanca. Haben wir alle noch im Ohr und in unseren Herzen. Liebe Grüße aus Schwaben. Luisa, schreibt die Luisa. Ich habe diesen Titel vorgeschlagen. Eloy, du hast dich gemeldet? Ja, genau. George Baker kommt aus Holland. Ja, 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 großartig. Also ich kann eigentlich nur die englische Version, aber weil wir hier natürlich heute dann vielleicht ein bisschen mitsingen, dann kann ich das vielleicht auch probieren. Natürlich singen wir mit. Dann darf ich dich rüberbitten zur Jukebox. Okay, natürlich. Machen wir, okay. Ich sage schon mal Danke im Namen der Luisa, die uns den Brief für ihre Oma geschrieben hat. Und bei Spätzle mit Soße hat sie ein Smiley daneben hingemacht. Ja, schön. Alma ist natürlich vorbereitet. Natürlich. Ich habe das auf Italienisch alles erklärt, drüben die Gebrauchsanleitung von unserer Jukebox erklärt. Liebe Luisa und liebe Oma von der Luisa, euer Wunsch. Una Paloma Blanca, wir singen alle mit. Der Solist ist Eloy de Jong. Yay. Ja, wir kennen in der Heimat jeden Strauch und jeden Baum. Darin zogen wir den Süden, das war immer unser Traum. Hohe Palmen, bunte Blumen, ein Strand so weiß wie Schnee. Ja, das wollten wir erleben und so stachen wir in See. Gemeinsam, here we go! Una Paloma Blanca, uns glücklich und frei. Una Paloma Blanca, Traum oder Leben für zwei. Hilf uns ins Heer, nur Himmel und Meer. Ja, hilf uns ins Heer, nur Himmel und Meer. Klasse! Klasse! Perfekt! Perfekt! So erfüllen wir im Schlagerspaß Wünsche. Der zweite Wunsch folgt sofort. Hallo Andi, mein Name ist Daniela. Nicht Daniela, sondern Daniela. Schöner Name. Ich bin Mitte 30 und arbeite in einer Demenz-WG am Lerchenberg. Deine Sendung läuft bei uns hoch und runter, von früh bis spät in die Nacht hinein. Das ist ganz schön verrückt. Wir tanzen alle mit, als gäbe es keinen Morgen. Das ist ganz lieb. Wenn unsere Mieter auch alles vergessen, Mieter ist natürlich schön ausgedrückt, aber Musik geht ihnen über alles. Sie singen mit, sie singen die Texte, sitzen mit strahlenden Augen. Das ist einfach schön zu sehen. Ich muss mal sagen, dass unsere Mieter dich hier sehr lieben. Ich hoffe, du machst sie mit deiner Sendung noch lange glücklich. Wir probieren es von Herzen gern. Ich habe gerade Nachtschicht und es ist 0.04 Uhr und es läuft die Wiederholung deiner Sendung. Liebe Grüße, deine WG aus Lutherstadt, Wittenberg, Sachsen-Anhalt. Wunsch, das bisschen Haushalt. Ich habe das in die Runde gezeigt. Alma und Melanie Peyer haben sich fast in die Wolle gekriegt, weil sie es beide singen. Nein, das ist nur Spaß. Dann darf ich dich rüberbitten zur Alma, zu unserer Jukebox. Meine Damen und Herren,
liebe WG, liebe Mieter in Sachsen-Anhalt, Melanie Peyer erfüllt diesen Wunsch, das bisschen Haushalt. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beschweren kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das bisschen Kochen ist doch halb so wild, sagt mein Mann. Was für den Abwasch ganz genauso gilt, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute darüber stöhnen kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann. Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, ist ein Nichthaben, sagt mein Mann. Dass ich auf Knien meinen Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann. Dankeschön. Melanie Peyer aus Kärnten erfüllt diesen Wunsch. Dann habe ich noch einen Wunsch hier, lieber Andi. Ach, dann hat mir Alma unterstrichen, da kannst du telefonieren, hast du hingeschrieben. Das machst du doch so gern. Ja, das mag ich so gern. Boah, die Nummer ist lang. Sorry. Guck mal, die Alma hat dazu geschrieben, ich habe dir die Kurzwahl 2 diese Nummer eingeprogrammiert. Das ist lieb. Also, es geht folgendermaßen. Lieber Andi Burg, ich habe das größte Glück, eine ganz besondere Oma zu haben. Sie ist wohl die lustigste und verrückteste Frau, die ich kenne. Neben den kleinen Streichen, die sie sich manchmal überlegt, ist sie ein ganz großer Fan von Andy Burg. Nicht von Chris. Andy Burg. Als ich Omas Augen strahlend sah, als wir zuletzt einen Schlagerspaß schauten, bekam ich das unbedingte Bedürfnis, sie zu bitten, meine Oma auch mal anzurufen. Sie würde eine große Freude damit haben, mit ganz lieben Grüßen aus Kärnten. Ach, drum ist es so schön leserlich langsam geschrieben für einen Wiener. Also Kurzwahl 2 hast du gesagt, Alma? Ja, genau. Kurzwahl. Einfach die 2 und dann... Einfach nur die 2 und dann ruft's an. Das sagst du mir jetzt. Ich wähle mich seit 5 Jahren hier den Fingerbund. Mit wem spreche ich denn? Die Oma? Hilla. Da kann ich Deutsch reden. Ja, mit der. Guten Servus, Abend. Hilla, da ist der Andi Burg. Servus. Hallo. Hallo. Spreche ich denn mit der Oma Hilla? Ja, da sprechen Sie mit Herr Burg. Ich freue mich sehr, dass wir beide telefonieren. Du hast ein Enkel in, Enkelin? Eine Enkelin in, am Wörthersee, die am ist Wörthersee. Krankenhausschwester. Ich bin begeistert. Sie hat mir ihre Nummer gegeben und sie hat gesagt, sie schauen gerne den Schlagerspaß. Ach, ohne dem ist nur Steppchen, die jede Woche kommt, Herr Burg. Das ist ganz lieb. Ihre Enkelin hat sich gewünscht, vielen Dank für die Blumen von Udo Jürgens. Ja. Und wissen Sie, wer das heute für Sie singt? Nein. Vincent und Fernando aus Südtirol haben gesagt, ja, das singen wir. Bleiben Sie dran, bleiben Sie vor allem gesund. Wir sehen uns beim nächsten Schlagerspaß. Jawohl, Herr Boss. Ich sage auf Wiederschauen und schicke jetzt Vincent und Fernando auf die Bühne zu unserer Jukebox. Liebe Oma Hiller, dieser Wunsch wird in diesem Moment erfüllt. Viel Spaß damit. Vielen Dank für die Blumen. Als man der Tagesmann beim Chef gut angeschrieben, da machte ich mich an die Sekretärin ran. Ich gab mein Möglichstes und hab hoch übertrieben, denn im Betrieb, da ist der Chef der erste Mann. Er bat mich zu sich und er sagte, sie verstehen wohl, es wäre schrecklich, wenn wir sie bei uns verlieren. Ich weiß auch nicht, wie's ohne sie hier weitergehen soll, doch wollen wir das ab nächsten ersten Mal probieren.
Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Es wird immer einen geben, der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Oh yeah. Das können Sie auch, die zwei Brüder aus Südtirol, Vincent und Fernando. Vielen Dank für die Blumen und vielen Dank für Ihre Wünsche, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich halte hier einen Wunsch von mir in der Hand. Als wir ins Gespräch kamen mit unserem Coro de la Sat, habe ich gefragt, ob Sie denn ein Lied im Repertoire haben, das auf Deutsch gesungen wird. Und da haben Sie ganz traurig gesagt, nein, haben wir leider nicht. Wir singen ausschließlich Italienisch. Und wenn das stimmt, was ich hier jetzt auf dem Zettel stehen habe, dann habt ihr extra für heute Abend ein Lied in Deutsch einstudiert. Darf ich das so unserem Publikum sagen? Meine Damen und Herren, hier steht, es war nicht einfach, aber für den Schlagerspaß und für unser Publikum in Deutschland, Österreich und in der Schweiz haben wir ein Lied einstudiert, einen Walzer. Oh, sehr schön. Meine Damen und Herren, wir hören jetzt den Schneewalzer vom Coro de la Sat. Super, oder? Einwandfrei. Oh, da entsteht eine Stimmung hier drinnen und dann auch noch auf Deutsch. Der Applaus, der jetzt kommt, der kommt für die Mühe. Dankeschön, dass ihr den Schneewalzer für uns auf Deutsch gesungen habt. Das ist doch lieb, oder? Ich denke, so mancher Männerchor bei uns in Deutschland wäre stolz, solche Männer zu haben. Und solche Stimmen zu haben. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Und weil ich das eben alleine nicht toppen kann, habe ich die Brigitte Träger gebeten, sich an meine Seite zu stellen und mich mit ihr singen zu lassen.
Wir haben schon festgestellt, heute ist er ein bisschen ein romantischerer, ein liebevollerer Schlagerspaß. Und wir singen jetzt ein Lied, das kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Sie werden Freude dran haben, oft gewünscht. Und ich darf jetzt meine Stimme, mein Stimmchen der Brigitte borgen. Wir singen jetzt Ach, ich habe in meinem Herzen da drin. Brigitte Träger im Schlagerspaß. Zum ersten und hoffentlich nicht zum letzten Mal. Immer wieder gerne. Nicht nur eine ganz liebe Kollegin, sondern Sie haben es gerade gehört, eine wunderschöne Stimme. Und wenn man mit der Kamera natürlich in ihr Gesicht diese rehbraunen Augen aus der Oberpfalz. Das ist ja, ja, ja. Ich habe mich sehr gefreut, dich nach so vielen Jahren wieder zu sehen. Du erinnerst dich bestimmt auch an dieses Lied, wo die kleine Jane mit dem Jim in die Dancing Bar ging, zu spät nach Hause kam und die Ausrede bei der Mama war immer, schuld war nur der Bossa Nova. Heute gesungen vom Fräulein J und den Tornados. Bitte sehr. Kleine Jane, gerade 18 war, führte sie der Jim in die Dancing Bar.
der Mond im Schein. No, no, der Bossanova. No, no, der Bossanova. Yeah, yeah, der Bossanova war schuld daran. Doch die kleine Jane blieb nicht immer klein. Erst bekam sie Jim, dann ein Töchterlein. Freundin J. und die Tornados, sehr, sehr schön. Eine schöne Erinnerung an eine schöne Zeit, sage ich jetzt einfach. Und jetzt erinnern wir uns auch an eine schöne Zeit. Wenn Sie jetzt sagen, der Eloy de Jong ist beim Andi, hoffentlich singt der einen von seinen großen Hits, wie zum Beispiel, egal was andere sagen oder was soll ich Ihnen sagen, wenn Sie darauf warten, dann müssen Sie nicht mehr lange warten, denn ich glaube, du hast ein Best-of-Album gemacht. Kommt, das heißt, ja, genau. Viel mehr als das Beste. So ist es. So ist es. Ja. Da ist der Titel auch drauf, oder? Ja, natürlich. Ja, ohne egal, was andere sagen, geht es einfach nicht. Dieser Titel hat mich in einer Lebensphase erwischt. Der wird ewig in meinem Herzen bleiben. Und auch dieser Titel, wie gesagt, ist auf diesem Best-of-Album drauf. Aber so lange müssen es gar nicht. Also, gibt es ja noch gar nicht. Nee, es kommt noch, demnächst. Komm noch. Ja. Übermorgen. Quasi. Übermorgen. Aber dann erst am Dienstag abspielen, weil am Montag ist es noch zu weich. Dann läuft es Ihnen in den CD-Player rein. Meine Damen und Herren, hier ist Eloy de Jong, egal was andere sagen. Ist das schön? Und ich behaupte jetzt einfach mal, es wäre auch, wenn nur du es gesungen hättest, ein großer Hit geworden. Dankeschön. Eloy de Jong im Schlagerspaß. Ich stehe hier bei unserem alten Fernseher und wir schauen uns jetzt etwas an, das ist noch gar nicht so alt und gefühlt sowieso erst gestern passiert. Ich habe einen Brief zu dem Film, den wir gleich sehen, und da steht: Lieber Andi Burg, Ihre Sendung schaue ich regelmäßig. Meistens wird sie an meinem Oma-Wochenende ausgestrahlt. Meine beiden 7-jährigen Enkelinnen Paula und Anna schauen dann sehr gerne mit. Bei der letzten Sendung fragten sie mich, warum nicht auch mal ein Lied von ihrer anderen Oma gezeigt wird. Ich muss dazu sagen, die andere Oma ist Joy Fleming. Meine Mädchen würden sich freuen, wenn sie ihren Wunsch erfüllen könnten. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße, Oma Silvia mit Paula und Anna. Schau her, das sind Paula und Anna. Die schauen sich, wenn Oma-Wochenende ist, immer den Andy Burg an. Und schauen Sie, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und das ist die andere Oma. Joy Fleming. Wir alle lieben diese Frau, diese Stimme aus dem Saarland. Joy Fleming. Die andere Oma Silvia schreibt uns das, weil diese Oma, Joy Fleming, hat sich vor 6 Jahren
von uns für immer verabschiedet. Und wir schauen uns jetzt und hören uns ihre unsagbar kraftvolle Stimme an. Von der anderen Oma, von Joy Fleming. Was hat es gegeben? Jahre, die drehen sich nur im Kreis. Du möchtest dich ändern, doch niemand zerbricht das Eis. Dann sprichst du mit Leuten, die dir nichts bedeuten. Schau, ihnen geht es so wie dir. Dabei gibt es noch Wege, die führen genau zu mir. Vielen Dank. Und jetzt kommen die Hattinger Burm und die unterhalten uns auf eine Schlagerart, auf ihre eigene Art. Aus Tirol hören wir jetzt Lieder, die können wir alle mitsingen. Hier sind sie, die Hattinger Burm. Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko. Anita, Anita. Sah ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Drum steig auf dem Pferd. Sagte ich zu ihm, Anita, Anita. Fiesta ist heute, die Stadt ist nicht mehr weit. Mach dich schnell bereit. Ich seh dich an, da schlummert ein Vulkan. Du wartest auf die Liebe. Ich will sie wecken und all das entdecken, was keiner bisher sah. Oh, 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 oh. Reite wie der Wind, bis die Nacht beginnt. Anita, Anita. Sind wir da? Jeder soll es sehen, wie wir uns verstehen. Musikanten herbei, spielt ein Lied für uns zwei. Bei Musik und bei Wein wollen wir heute glücklich sein. Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko. Anita, Anita. Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Komm, steig auf dein Pferd. Sagte ich zu ihr, Anita, Anita. Fester ist heute, die Stadt ist nicht mehr weit. Mach dich schnell bereit. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. War ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf dem Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein. Immer nur ein Fremder sein und allein.
Michaela? Ist das Michaela? Dunkel war die Nacht, ein Vogel sang. Und ich ging allein am Fluss entlang. Da sah ich dich dort am Ufer stehen. Und du gingst mit mir, es war so schön. Du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich, Michaela. Und mit dir ganz allein will ich nur glücklich sein, Michaela. Keine Schätze dieser Welt, weil für mich nur deine Liebe zählt. Und ich sag dir, dass ich glücklich bin. Seit du kamst, da hat mein Leben Sinn. Du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich, Michaela. Und mit dir ganz allein will ich nur glücklich sein, Michaela. Meine Damen und Herren, das waren für Sie die 6 Hattinger-Buben. Oder? Darf ich? Ich war auch kurz ein Hattinger-Bub. Also, ich habe die ganze Zeit schon mitgesungen, jedes Lied. Von Anfang an und dann spielt ihr Michaela, da konnte ich nicht anders. Gut, dass du mich mit dem Finger nicht runtergezogen hast, wieder über den Tisch gezogen hast. Meine Damen und Herren, wir haben lange darauf gewartet. Wir sind alle ein bisschen nervös. Erstens, weil Sie heute Abend hier sind und zweitens, weil wir uns alle auf diesen Titel gefreut haben. Meine Damen und Herren, der Coro della Sat Società Alpinisti Tridentini mit La Montanara. Ja, was soll man dazu sagen? Herrlich. Einfach solche Momente bekommt man nur geschenkt und haben wir ganz, ganz selten hier bei uns im Schlagerspaß. Schön ist nicht immer nur laut und stimmungsvoll. Schön kann auch das sein, was diese Burschen gerade gemacht haben. Noch einmal herzlichen Dank an den Coro della Sat. Großartig und wunderschön dieses Lied La Montanara. Und ein Mann, der diese Herren hierher gebracht hat und auch gut wieder nach Hause bringt, den ganzen Abend viel mehr gearbeitet hat, als ihr alle, die ihr hier euch vergnügt habt, ist dieser Mann. Unser Franco, mit eurem Applaus. Danke. Mille grazie, Franco. Danke, alles Gute. Meine Damen und Herren, bleibt bitte gleich dort stehen, weil heute fangen wir mit euch an, einen kleinen Berg eurer Wünsche abzubauen. Coro della Sat! Se vuoi venire, andremo in alto mar. In alto mar, in alto mar. Che noi saremo un bel fuoco accenderemo. E qualche cosa cucineremo all'usanza del barcaron. E qualche cosa cucineremo all'usanza del barcaron. Oh bimba mia, non aver paura, se la notte la si fa scura. E se la notte la si fa scura, doppio amore ti porterò. E se
che la notte da si fa scura, doppio amore ti porterò, sobarcaron, sobarcaron. Gitarren klingen leise durch die Nacht. Gitarren der Sehnsucht. Sie singen, bis der neue Tag dir lacht. Gitarren der
choo-choo, gilly billy ding dong choo-choo, gilly billy ding dong choo-choo, choo-choo Eisenbahn durch die Täler von Tennessee, fährt das größte aller Wunder der Prärie, wie das rattert, wie das faucht, wie das knattert, wie das raucht, wie das holpert, wie das dröhnt, wie das poltert, wie das stöhnt, doch man hat sich Rock'n'Roll im Fahrstuhl, du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumend durch den Sommer, mit der Berg- und Talbahn fuhren wir ins Glück. So strahlt die letzte Sonne, der Abend hat begonnen, du gehst an mir vorbei, bye, bye. Und mein Herz fängt an zu schlagen, ich wage es nicht zu fragen, bist du halt für mich frei? Doch beim Tanz in der Taverne, im goldenen Licht der Sterne, da seh ich dich ein zweites Mal. Und wir haben uns gefunden, zu schnell vergehen die Stunden auf diesem Sommerball. Marie, romantischer Schlagerspaß. Mit Stimmung, so wie wir es gewohnt sind beim Schlagerspaß. Ich bedanke mich bei euch allen. Bleibt gesund, Sie auch. Wir sehen uns beim nächsten Schlagerspaß. Servus!